Willkommen zu Teil 2 von Voodoo Chronicles. Ich habe jetzt das Spiel ein bisschen ruhen lassen, also ich habe jetzt über einen Monat lang das nicht gespielt und ja, habe mir gedacht, mal da gucken, wie schnell man sich da wieder reinfindet. So viel weiß ich nicht mehr von dem Spiel, so ein paar Sachen schon, aber einfach mal schauen, wie gut ich mich jetzt da zurechtfinde. Genau, hier habe ich zuletzt gespielt, weiß aber jetzt nicht mehr so ganz, wo genau ich hin muss. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier Inventarobjekte, die wir gefunden haben. Was war das nochmal? Ein Revolver, eine magische Schriftrolle, Detektivabzeichen und ein Brecheisen und das Tagebuch. Da steht, kauf ein Ticket. Ich lese mich mal durch. Also so ein Tagebuch ist echt praktisch. Was war zuvor? Also ich war ja in diesem Labor. Und da war dieses... Ah, okay. Na gut, ich muss jetzt erstmal ein Ticket kaufen. Gut, mache ich das doch. Was ist das hier? Strategiehandbuch. Oh, da wird ja wirklich erzählt, was ich machen muss, oder? Ich brauche eine Rose. Okay. Ach, sieh an, das sind wirklich lauter Lösungen hier. Was ich tun muss, damit ich weiterkomme. Damit es nicht ganz so schlecht ist. Okay. Da steht da 3. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Ich habe hier eine Dose. Mit was soll ich das denn abschneiden? Mit der Gartenschere. Und die Gartenschere kriege ich woher? Da muss ich... Ach, da muss ich erstmal hier ein bisschen rumgehen. Halt, die Gartenschere ist V. Aha. Ach, da war ich ja noch gar nicht. Ja, gut, dann... Moment, dann... Gucken wir doch erstmal ein bisschen rum. Was wir hier so alles finden. Hi. Genau, das ist glaube ich mein Ziel. Ticket holen. Dann gehen wir weiter hinter. Da waren wir auch schon. Wo sind wir hier? AS83. Der Mechanismus ist kaputt. Okay, da muss ich wohl... Schauen wir mal, was wir hier alles machen können. Nicht viel. Ach, da kann ich was gucken. Zeitschrift. Ha! Tatsächlich? Okay. Also hier gibt es anscheinend wieder viel zu tun. Schauen wir mal, was das alles ist. Hier haben wir eben diese Schere, die ich holen muss. Das gucke ich mal an. Schon 100.000 Fahrgäste. Geschlossen. Ja gut, dann war es das hier, schätze ich mal. Reden mal mit den Damen. Ach ja, sie ignoriert mich weiter. Ach so, und da wird oben schon gesagt, die mögen doch Rosen. Jetzt gucken wir mal hier, es scheint ein neues Rätsel zu sein. Entschuldigung. Aha, ein Wimmelbildspiel wieder. Also ich brauche einen Stiefel. Jetzt habe ich wieder zu oft geklickt, gell? Okay. Eine Gurke. Ne, eine Paprika. Was brauche ich denn? Einen Hut, Wollknäuelkiste. Die Kiste habe ich doch schon. Einfach mal auf alles klicken. Nein, lieber nicht. Eine Schreibmaschine. Für mich ist es eine Gurke hier. Ein Hebel.
Schuhe. Eine Laterne. Ach, hier ist die Gurke. Das mit der Kiste finde ich noch interessant. Welche Kiste meinen die denn? Okay, wir suchen mal weiter. Ein Schiff. Damenschuh. Das ist echt schön versteckt. Da ist das Schiff. Dann brauche ich noch die Schreibmaschine. Da ist die Kiste. Da ist die Pharao-Maske. Dann die Schreibmaschine ist hier hinten. Und dann brauche ich nur noch hier eben den Damenschuh. Tipps kann man sich geben lassen, aber die hebe ich mir lieber auf. Wo ist der Schuh? Wo ist der Schuh? Seht ihr ihn? Ich nicht. Das gibt's ja nicht. Das ist ja dann wohl ein hochhackiger Schuh. Im Hintergrund sehe ich auch nichts, da so dazwischen irgendwie. Das ist bitter. Gut, wozu haben wir denn Tipps? Aha, rot ist vielleicht, dass er nicht gleich sichtbar war. Und er ist irgendwo versteckt gewesen, dass ich da irgendwas. Okay. Kapiert. Ja, das war dann. Jetzt habe ich hier ein paar tolle Sachen eben. Gehen wir mal zurück und holen uns hier diese Rose. Gehen wieder vor und bringen die Rose einer Dame. Oh, was für schöne Blumen. Such a nice surprise. Such lovely flowers. Nice surprise. Can I help you with something? Do you know why the ticket office is closed? Nach Blumen, das ist super. I need to get somewhere. Wir fragen, warum der Fahrkartenschalter geschlossen ist. No idea why, but that's oh what je, we und die Schalterbeamtin ist weinend in Richtung Lagerhaus davon gerannt. Keine Ahnung warum. Wir gucken weiter. Ich muss echt alle Zeitungen lesen, damit ich weiterkomme vielleicht. Ach, da steht's auch noch. Öffne die Hutschachtel. Aha. Ja gut, schauen wir mal weiter. Den Busch, da ist die Gartenschere. Habe ich gemacht. Und dann brauche ich die Steuerung, um die Deckel zu öffnen. Und dann brauche ich Zahnräder und okay. Da ist die Frau. Are you okay? Oh nein, sie weiß nicht, was sie tun soll. A lady paid me eine Dame bezahlte ihre Tickets mit einem Diamantenhalsband. That's the money I need for my wedding. Ein Wert des Geldes, die sie für ihre Hochzeit okay, braucht. Hä? Wurde sie ihr gestohlen? Oder sie? Moment, was? Okay, ich muss auf jeden Fall das Halsband finden und ihr zurückbringen. Was ist denn das hier oben? War das hier? Oder das?
fehlt ein Teil. Ich kann hier noch nicht viel machen. Okay, interessant. Dann schauen wir mal weiter. Ah, das war schon das. Gehen wir mal wieder zurück. Aber hier kann ich auch nichts weiteres machen, oder? Zahnräder. Wo finde ich denn Zahnräder? Das ist das, wo ich nicht mehr hinkomme, gell? Weil da war ich schon. Dann gucken wir mal weiter. Gucken wir uns die Bilder an. Ach, hier unten sind Zahnräder. Da geht's nach S, da geht's nach U. Zahnräder. Eigentlich voll simpel, oder? Dann die Zeitung gelesen, das habe ich alles gemacht. Dann mit diesen Bildern, das ist perfekt. Und jetzt, das ist das, was ich alles suchen musste. Also, ich gehe nochmal vor. Ah, das sind keine Zahnräder. Bitte was? Das wäre T gewesen. T. Sieht ihr den Zugang und benutze die Zahnräder. Achso, aber die habe ich ja schon. Die habe ich schon mal geholt. Rose, Frau, genau. So. Genau, dann haben wir, dass wir die Kisten hochgehen. Das habe ich ja schon getan. Das Kistenspiel. Ach, dann geht's weiter. Dann sind wir hier. Lies die Zeitung. Brecheisen habe ich auch schon. Dann geht's da zu K. Ach, das ist ja total einfach, wenn ich da danach gucken kann. Aber da sehe ich wenigstens, dass ich das richtig gemacht habe bisher. Also bisher habe ich wohl alles richtig geschafft. So, wie geht's weiter? Geheimnis. Doch, Brecheisen dahin. Das war wohl der Fehler. Gut. Das mache ich dann mal und dann sind hier die ganzen Gegenstände. Eigentlich doch simpel, oder? Brecheisen, Kiste, gucken. Mhm. Telegramm. Das Halsband. Was ist denn das für ekelhaftes Zeug? Wir geben das Halsband ihr. Ja. Oh mein Gott! Nein, er ist da. Nein? Doch, habe ich doch gerade gegeben. Achso, den Diamanten muss ich noch suchen. Toll, ich habe jetzt Halsband gebracht, aber nicht den Diamanten. Das ist bitter. Ja, und den kriege ich jetzt woher? Das ist böse, wenn da eine Lösung ist, weil dann kommt man so in Versuchung, dass man dann das da so nachguckt. Halt, das habe ich ja schon. Achso, das ist wieder was anderes. Achso, praktisch, wenn ich jetzt wieder da zurückgehe, dann kann ich hier nochmal gucken. Und zwar nämlich da ist nämlich dann ganz viel Zeug drin und... Nein. Ich klicke auf gut Glück und... Okay, wir suchen einen Korb da hinten. Wir suchen eine Säule. Nein, das ist keine Säule. Also, vielleicht auf das alles klicken, was vorher nicht gesucht worden ist. Jetzt haben wir nur noch eine Katze. Da liegt eine Katze auf der Fensterbank. Eine Säule. Und ein Pfeil. Ach, den Pfeil habe ich hier schon mal gesehen. Hier, genau. Da hinten ist die Säule. Perfekt. Jetzt habe ich noch einen Schalter gefunden. Für was ist der denn jetzt? Okay. Was genau muss ich tun? Ah, das schaffe ich noch.
Oder auch nicht. Ich glaube, das war gut. Oh oh, jetzt hängt das Spiel. Nein. Hallo? War die Grafik von diesen Blitzen so überwältigend? Okay. Wow, da ist ja einer drin. Hallo? I think that's it. Thanks, pal. Das ist's, glaube ich. Danke, Freund. Hey, are you Gregor? Me? Gregor? Greg? Ja. Listen, Gregor. I heard said you took something. Oh, oh, er hat es geglaubt. Gregor don't like steel. But Gregor likes shiny stone. So wie er redet, ist er nicht gerade der hellste, obwohl er ziemlich brav und gentleman-like aussieht. Na ja, gut, sorry. Er entschuldigt sich. So, it doesn't happen again. So what happened here? Why did everyone leave? Wir wollen natürlich das Geklaute wieder und warum sind alle hier weg? Und ja, keine Ahnung, vielleicht weiß es der Teufel selbst. Gut, dann ach, geht's weiter hier zu suchen. Wie soll es auch anders sein? Ja, 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 Blitz, Blitz, Blitz. Da ist der Diamant. Vielleicht hätte ich dann mehr Tipps bekommen, wenn ich nicht so blöd rumklick. Aber so wie ich heute bin. Alles mal anklicken. So, was haben wir denn noch? Eine Teekanne. Halt, das ist eine Gießkanne. Mondkette. Kette. Ja, 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 ja. Da ist der Schlüssel. Doch ein Schirm. Dann nehmen wir halt den Schirm. Eine Gitarre, ein Stein. Ein Suppenteller, ein Seil. Mondteekanne und Seil. Hier ist ein Seil. Eine Katze. Mond. Und die Teekanne. Hier. Sehr gut. Und den geben wir jetzt dieser Frau. Oh, thank danke. You. Kann ich mich revanchieren? Can I return the favor? ja, mir bitte ein Ticket Just geben. Just sell me a ticket to Richtown and we're set. Gut. Endlich habe ich mein Ticket und kann jetzt zurück. Schauen wir nochmal ins Strategiehandbuch. Wir dürften alles erledigt haben. Ich hätte eigentlich bloß zwei Sachen umschalten brauchen. Wie toll, dass man das danach immer weiß. Habe ich alles gefunden? Habe ich alles gefunden? Genau, Ticket zu ihm. Und dann geht's weiter und das wird dann die nächste Folge. Wo es auch immer mit dem Zug dann hingeht.